Hallo im Küchengarten. Heute soll es darum gehen, wie ich in der letzten Stelle, also ich finde sicher noch eine andere Stelle, aber momentan ist es mal die letzte Stelle meines Gartens, wo ich noch einen Obstbaum einpflanzen kann. Wie ihr wisst, gärtnere ich in einem Hausgarten mit Grundfläche von 750 Quadratmetern. Allerdings steht da natürlich noch unser Haus drauf. Und auf diesen kleinen Flächen muss man wirklich jedes Eckchen ausnützen, um etwas anpflanzen zu können. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich euch noch etwas zeigen, was ich gestern installiert habe. Und zwar notmachterfinderisch. Ich schwenke mal. Hier im Außenbereich des Küchengartens habe ich Johannisbeertomaten. Das sind Wildtomaten, die ich selbst aufgezogen habe, ausgepflanzt. Und ich sage deswegen der Außenbereich des Küchengartens. Also hier drin ist der Küchengarten, der durch einen Schwemmholzzaun vor den Enten geschützt ist. Und die Tomaten sind jetzt außerhalb, weil im Küchengarten kein Platz mehr war. Und damit mir die Enten nicht über meine zarten Pflänzchen drüber watscheln und hier rundherum mit ihren Schnäbeln die zarten Wurzeln verletzen, habe ich sogenannte Erbsenhüte oder Erbsenkräge, das sind so Drahtkörbe, einfach verkehrt herum über die Tomaten gestülpt mit zwei Bambusstäben. Habe ich sie dann im Boden befestigt, hier auch noch Erde drumherum gegraben. Die Tomate kann hier oben durch ein größeres Loch herauswachsen, aber hier der zarte Stamm- und Wurzelbereich ist geschützt. Man könnte das dann wegnehmen, wenn die Tomate einmal größer ist, aber ich lasse jetzt einfach drauf, so muss ich es nicht zerschneiden und kann es im nächsten Jahr wieder verwenden. Ja, ein kleiner Tipp am Rande, wie das Leben mit Haustieren, im speziellen Enten, möglich ist. Und jetzt machen wir uns mal daran, meinen neuen Obstbaum einzupflanzen. Das ist ein ganz besonderer und den zeige ich euch gleich. So, da ist es nun das gute Stück. Das ist ein Mini-Pfirsichbaum. Pfirsich habe ich nämlich noch gar nicht im Garten. Die blühen doch auch immer so schön. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie der dann groß ausschaut, wenn man das groß nennen kann. Denn auch nach 10 Jahren ist er nur 1,5 Meter hoch. Ja, ich will ja nicht Pfirsichbauer werden, weil ich bin ja schon Nektarinenbäuerin. Deswegen reicht mir eigentlich dann die Größe und auch der Ertrag, den es haben wird. Ja, und ich weiß, es ist jetzt nicht mehr unbedingt die richtige Zeit zum Obstbäume einpflanzen. Es wäre ja eher Frühling oder Herbst. Aber irgendwie hatte ich keine Zeit und zuerst war er auch nicht mehr lieferbar. Jetzt mache ich es einfach jetzt und werde fleißig angießen und regelmäßig gießen. Dann wird das schon was. So, jetzt schauen wir uns mal die Stelle an, wo das gute Stück hin soll. Das ist an einer Wand, damit es schön warm hat, in der Nähe von meinem Nektarinenbaum. Das ist jetzt hier an meinem außen angebauten Außenhochbeetkasten, an der Hausmauer angebaut, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall ist da Süden, also es ist nach Süden ausgerichtet, da ist eine heiße Mittagssonne. Und jetzt muss ich nur noch schauen, wie der Boden dort ist, weil eigentlich ist das größtenteils Bauschutt. Schauen wir uns das mal an. Hier habe ich Lavendel gepflanzt. Liebe ich heiß, weil es eine wunderbare Bienenweide ist. Da tummeln sich immer die Bienchen. Hier ist ja mein Beinwell und hier unten auch mein kleines Beet, was ich jetzt auch entensicher gemacht habe mit einem kleinen Holzzaun. Da drinnen wächst Brokkoli. Okay, also ich schweife ab. Auf jeden Fall soll hier jetzt mal dieser Mini-Pfirsichbaum hinein und ich habe mir gedacht, dass ich ihn als kleines Spalier ziehe, wenn der also maximal 1,5 Meter hoch wird, sollte das hier eigentlich gut passen. Und nach rechts und links die Triebe. Breite soll auch nur 1,5 Meter sein. Das heißt, ich muss hier einen Lavendel hinausnehmen und stattdessen diesen Pfirsichbaum hinein. Das mache ich jetzt mal.
Und worüber beschwerst du dich die ganze Zeit so? Na gut. Tschüss. Und den werde ich jetzt gleich mal kräftig zurückschneiden und an einer anderen Stelle wieder einsetzen. Da ist eh noch ein Loch, da passt er rein. Und dazwischen ein bisschen geschossenen Salat für meine Enten. Na du? Oh, das liebst du, hä? Der Lavendel ist also draußen. Der Platz ist ideal für meinen neuen kleinen Pfirsichbaum. Jetzt schaue ich mir mal an, wie die Erde da aussieht. Nicht so schlimm wie befürchtet, aber doch recht schuttmäßig. Okay, dann werde ich hier auf jeden Fall mal großzügig ausgraben und dann mit neuer Komposterde auffüllen. Das Loch ist fertig gegraben. Die Enten untersuchen währenddessen alles genau auf Schädlingsvorkommen. Gute Arbeit, Herrschaften. Tipptopp. Und währenddessen schaue ich mir hier mein Pfirsichbäumchen an, wie ich es nachher ziehen möchte. Und zwar sieht man hier sehr schön die Veredelungsstelle. Hier gehen dann 3 Triebe weg. Und da hängt sogar eine kleine Frucht dran. Die werde ich allerdings entfernen, damit die Kraft momentan ins Wachstum geht, in die Blätter und die Wurzelbildung. Und diese 3 Triebe, ich werde den mittleren als Haupttrieb ziehen. Und diese 2 sind noch schön biegsam und satt. Die möchte ich als meine erste Spalierverzweigung. Aber jetzt pflanze ich ihn erst einmal ein. Ich verwende hier eine biologische Naschgartenerde, die mit Schafwolle als Langzeitdünger angereichert ist. Jetzt grabe ich eine kleine Kuhle und dort setze ich mein Bäumchen hinein. Na, steht noch ein bisschen hoch.
also tiefer ausgraben. Der Wurzelballen war noch ganz locker, deswegen musste ich ihn nicht aufrauen. Rundherum verteile ich noch etwas Langzeitdünger. Das sollte einen guten Start geben. Noch die gute Erde drauf und schön festdrücken. So, und um diesen herrlichen Mini-Pfirsichbaum nun noch ein bisschen abzumulchen, vor der Sonneneinstrahlung und Verdunstung zu bewahren und um ihm einen guten Start zu geben, werde ich die Oberfläche der Pflanzstelle nun mit gut abgelagertem Pferdemist mulchen. Da habe ich noch ein bisschen etwas und das ist genau richtig. Hier sieht man sehr schön, dass der Pferdemist schon gut abgelagert ist. Es hat ein bisschen Stroh dabei. Er ist schön feucht und viel Getier hat es auch drinnen. Und zu guter Letzt wird das Bäumchen noch besonders gut angegossen. Das war's auch schon für heute. Mein Bäumchen steht. Ich freue mich, wie es sich entwickeln wird. Und ihr seid natürlich mit dabei, wenn ihr mögt. Abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir vielleicht einen Daumen rauf da. Das würde mich sehr freuen. Ich sende euch viele liebe Grüße und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen im Küchengarten. Bis dann!